Du hörst Gisela Mehnert? Sie ist im Jahr 2000 nach Spanien ausgewandert und hat dort die Stiftung Benjamin Mehnert gegründet. Bei der Stiftung handelt es sich um eine der größten Auffangstationen in Spanien, in Sevilla, und Pascal Korber hat sie während einer Woche besucht. Gisela, in eurer Auffangstation beherbergt ihr ständig bis zu 600 Hunde, fast alles Galgos. Für jeden vermittelten Hund rücken neue nach. Warum gibt es so viele Galgos? Die Galgeros in Spanien, das heißt also die Jäger, die sich auf Galgos spezialisiert haben, züchten diese Rasse massiv. Unter anderem deswegen, weil man immer auf einen Champion hofft. Ein Champion ist ein siegreicher Hund in den Wettbewerben auf provinzieller und nationaler Ebene. Da sind hohe Preisgelder zu gewinnen und natürlich ist es auch eine Reputationsfrage. Warum behalten die Jäger die Galgos nicht? Naja, das hat natürlich viel damit zu tun, welchen Stellenwert diese Galgos im Leben der Jäger haben. Generell, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind diese Hunde Gebrauchsgegenstände. Das sind Instrumente zur Jagd. Und wenn diese Instrumente nicht mehr taugen, dann werden sie entsorgt. Das heißt also, was nicht mehr taugt, das kommt raus. Das ist quasi wie wenn wir einen Frühjahrsputz in unserer Küche machen, blöd gesagt, oder? Genau, ja. Ja, genau. Genau, das macht es sehr deutlich und ist nicht übertrieben. Es ist wirklich so. Der einzige kleine Fortschritt, den man sieht, ist, dass es jetzt viele Galgeros gibt, die sich zumindest die Mühe machen, Kontakt mit einem Tierschutzverein wie uns aufzunehmen. Und zu sagen, könnt ihr den aufnehmen? Oftmals natürlich auch verbunden mit der Drohung. Wenn ihr den Hund nicht aufnehmt oder die Hunde nicht aufnehmt, dann erschieße ich sie, dann lasse ich sie auf der Straße oder wo immer laufen und entledige mich so dieses Problems. Der Schritt weg von einer unkontrollierten Entsorgung hin zu einer kontrollierten Abgabe in der Auffangstation ist natürlich für den einzelnen Galgo ein großer Schritt. Wie schätzt du sonst den Fortschritt des Tierschutzes ein? Ich habe das Gefühl, es hat sich wirklich was getan. Denn man trifft kaum mehr einen Menschen, den man auf das Thema anspricht und der keine Ahnung hat vom Leid der Galgos. Also das hat sich mit Sicherheit geändert. Auch sagen wir so, meine persönlichen Eindrücke. Wenn ich zum Beispiel ins Zentrum von Madrid fahre, dann sehe ich allermeistens normale Leute, das heißt also keine Jäger, mit dem Galgo. Mhm. Also man sieht im Straßenbild, zumindest in den Städten, sieht man relativ viele Galgos. Und meine Freundin in Barcelona sagt, die Strände sind voll mit Galgos. Vor 20 Jahren galt ein Galgo als unbrauchbar für ein Familienleben. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil meine erste Galga, die habe ich vor ungefähr 20 Jahren adoptiert. Und es war absurd anzunehmen, dass man Galgo adoptiert und in seine Familie integriert. Das hat sich massiv geändert. Massiv. Insofern macht es schon Fortschritte. Aber es dauert halt. Es dauert und es fehlt auch der gesetzliche Schutz für diese Jagdhunde, weißt du? Insofern, ja. Aber es lohnt sich, weiter zu kämpfen. All diese aussortierten Hunde, die brauchen natürlich ein neues Zuhause. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der sich mit dem Gedanken an einen Hund trägt, warum sollte ihn der Galgo als Haustier interessieren? Galgos sind dem Wesen nach sanft und nobel. Man kann generell sagen, dass ein Galgo ein idealer Familienhund ist. Und der sich im Haus ruhig verhält, ein bisschen faul ist. Und keine Probleme verursacht. Das ist auch mit der Grund, warum die Galgos in so kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit, in den anderen europäischen Ländern so viel Anhänger gefunden haben. Es ist keine besondere Kunst,
sein Leben in einem Galgo zu verbringen. Man muss gewisse Dinge berücksichtigen. Und dass man, also man muss sehen, dass es Hunde sind, die in aller Regel ausgeprägten Jagdinstinkt haben und so. Dem muss man Rechnung tragen und muss Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Aber im Haus verhalten sie sich sehr ruhig, sehr, sehr sozial und sind auch, das ist ganz wichtig zu erwähnen, viele Leute haben vom Galgo die Vorstellung, es ist ein Hund, mit dem muss man jeden Tag stundenlang laufen. Und das stimmt nicht. Die Galgos sind relativ, muss man sagen, faul. Die lieben es, zu Hause sich auszuruhen, vorzugsweise natürlich auf einem bequemen Sofa. Und sind, wie gesagt, macht keine weiteren Probleme.